Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike mit der kleinen Tia. Heute habe ich eine super tolle Überraschung. Eigentlich zwei und ich weiß gar nicht, wieso du über eine Überraschung überhaupt kriegst. Warst du so brav? Gut, wenn du das nicht weißt, dann weiß es wohl keiner, wenn du ist das geheim. Nicht weißt. Ist geheim, genau, richtig. Genau. Das hier... Ist für dich. Nein, ist für dich. Das ist ja das Erste. Hier für dich. Eine wunderschöne Mr. Mike Flasche. Ganz neu, auf dem Markt, in meinem Shop erhältlich. Unten wieder Beschreibung verfügbar und hier auch eine ganze Sache. Hier für dich. Das ist die Überraschung. Viel Spaß damit. Video ist zu Ende. Tschüss. Was hast denn du da? Bist du hier gefärbt? Nee. Das ist doch Farbe. Ich habe bei der Helena mich geschminkt. Aha. Wer sind die Helena eigentlich? Eine Freundin. Aha. Im Kindergarten. Ach so, Kindergarten. Okay. Gut, weiter im Text. Die müssen wir noch waschen. Ist die schön? Ich finde die schon schön, gell? Trinkflasche, jetzt verfügbar. Auschecken. Sieht fast wie mein Pulli aus. Aber nur fast. So, diese Überraschung hat ganz schön lange gedauert, weil, weißt du wieso? Nee. Das kommt aus Japan. Japan? Aha. Und was kommt aus Japan? Was kommt sonst aus Japan? Leichen. Wo ist denn der? Den müssen wir jetzt fast mal zeigen, weil die Leute verstehen das sonst nicht. Ich war bestimmt einen Monat unterwegs, wenn nicht noch länger. Erklär mal, wer das ist. Nochmal schnell für alle, die es nicht wissen. Leichen. Die gescheit, das versteht sonst keiner. Das ist der Klassikerhund. Wieso heißt der Klassikerhund? Weil er lustig ist. Ja. Jetzt weiß es natürlich jeder, wieso. Okay. Ja, gut, okay. Und okay. Das ist ja dein Lieblingsstofftier, gell? Dein Lieblingskuscheltier. Wieso eigentlich nicht mehr Kaninchen? Früher war es ja Kikaninchen, gell? Wo ist das Kikaninchen eigentlich? Ist das noch da? Ist das noch? Das ist aber nicht mehr dein Lieblingskuscheltier, gell? Ist egal, lass es liegen. Jedenfalls Kinder und ihre Kuscheltiere. Ne? Der Klassikerhund, der ist immer überall mit dabei, jeden Tag. Der geht mit aufs Klo, der geht mit baden, der macht alles. Wenn man den nicht im Auge behält, dann ist er sonst wo. Weißt du? Und jetzt, pass mal auf. Ja, es ist wirklich ein Kind und ihr Lieblingskuscheltier. So, pass mal auf. Aus Japan kommt immer Schokolade? Glaub nicht so viel. Also so weit sind wir noch nicht, dass wir aus Japan irgendwas importieren müssen. Aber der Klassikerhund kommt ja aus Japan. Und wo spielt der mit? In welchem Film? In welcher Serie? Bei? Kurokochi, genau. Kuroko no Basket. So. Bei Serien 16. Genau, bei Serien in der Mannschaft. Das Maskottchen. So, und jetzt haben wir hier was Tolles. Ich hoffe, das ist auch richtig. Naja, es kommt ja aus Japan, gell? Japan. Was? Jetzt pass auf. Boah, das ist für lange unterwegs gewesen. Das war für ganz schön mühsam, das zu finden, gell? Weil ich ja weiß, du magst den so gerne. Ne? Wir müssen hier einen kleinen Break machen als Überraschung. So, schaut her. Das ist wohl Represent. Hä? Gleich im Partnerlook habe ich mir gedacht, das habe ich mir in meiner Größe auch noch geholt. Das ist doch cool, gell? Was auch cool ist, wir haben ja das Kissen auch dazu. Wir haben alles, ne? Wir haben alles. Der Klassikerhund ist überall mit dabei. Ja. Gell? Ja, es ist noch ein bisschen größer. Das passt ja wahrscheinlich in 5 Jahren auch noch. Ist das schön? Ja. Ja? Ja. Das ist echt riesengroß. Naja, es ist ein bisschen hip. So, aber die andere Überraschung. Es gibt wirklich zwei Überraschungen, gell? Nee, die machen wir. Das gibt es jetzt zu Weihnachten. Ist, glaube ich, besser, oder? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Abo da lassen, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Mr. Mike und die kleine Tia. Sagst du gar nichts, dass du das aufmachen willst? Ich habe gedacht, du redest jetzt hier rein. Ah. Ich habe gedacht, du unterbrichst nicht. Nein, wieso? Das machen wir doch jetzt hier gleich mit so. Willst du gar nicht wissen, was da drin ist? Doch. Was glaubst du, was da drin ist? Irgendwas mit Japan. Japan. Kommt ja. Das aus Japan? Ja, es kommt auch aus Japan. Eine Klassikerfigur? Was? Eine Klassikerfigur? Teddybär, irgendwas? Ein Teddybär? Was macht denn ein Teddybär drin? Wo kommt der her? Von wo? Von den drei Bären. Hä? Die drei Bären wohnen jetzt in Japan. Japan, wir sind in Japan. Das ist aber viel Papier. Jetzt pass mal auf. Boah.
So, jetzt hat er tatsächlich einen Freund, gell? Hm, Mama. Hm? Hat er einen Schwanz? Ja. Er hat einen Reißverschluss da. Tatsächlich. Da ist vielleicht Geld drin. Boah, da kann man was drin verstecken. Cool. Kannst du irgendwas drin verstecken? Nice. Schau mal, das ist so japanisch, dass hinten nicht mal Kurokochi draufsteht, sondern du weißt, das ist keine Ahnung, was da draufsteht. Da steht. So ist richtig. Könnte Kurokochi heißen, aber ich habe echt keine Ahnung. Das ist alles voll japanisch. Das ist wirklich ein reiner Import, der Hund, gell? Süß, aber der hat kein Kostüm, kein Trikot an, gell? Aber, oh mein, aber und der steht. Süß. Stimmt, der steht an, der sitzt. Hm? Sind das die gleichen? Hm? Bruder vielleicht? Bruder. Hm? Soll ich den wegschneiden? Ja. Der hat keinen Reißverschluss und der hat was an. Die sind unterschiedlich, ja. Und so. Er steht. Aber er ist kuschelig. Der doch sie und der nicht. Stimmt, das hat er auch nicht. Das ist schon der Erwachsene. Das ist der große Bruder, dem wachsen schon Haare auf der Brust. Das ist halt der kleine Bruder. Genau, und die schmulen jetzt. Mhm. So. Kinder sind so süß mit Kuscheltiere. Also, das war's jetzt wirklich. Sonst haben wir nichts mehr. Wie gesagt, Shop auschecken, damit ich mir weiterhin so tolle Sachen importieren kann. Kostet alles Geld. Ne? Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Der klassische Hund, die Hunde ist die klassische Hunde und die kleinen Tiere. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.